was geht denn mit dem ab? Ich sag ja, wer so einen Techniker als Freund hat, ja gut, Freund kann man es ja nicht mehr nennen, aber der ist ja wirklich schon richtig crazy drauf. Eigentlich sind da alle richtig crazy drauf. Freunde, sind wir auch schon wieder bei einer neuen Folge von Assassin's Creed 4. Ja, also ich habe jetzt noch nicht weitergedrückt und so, also ich muss auch ein bisschen immer so die ganze Mission und Folgen ein bisschen so teilen. Deswegen schauen wir uns jetzt mal an, wie es weitergeht. Ja, genau, also. Oh, es geht weiter. Was ist denn da jetzt los? Hallo? Wie geht es Ihnen? Ihre Unruhe geht bald vorbei. Das liegt am Wiederzulampen. Das alles tut mir sehr leid. Aber es gab so viele Sicherheitsverstöße, dass wir drastisch durchgreifen mussten. Und Olivier wird vermisst. Er fuhr vor 2 Tagen nach Chicago, aber niemand weiß, wo er ist. Ich weiß, es scheint übertrieben, aber bei unserer hohen Sicherheitsfreigabe sind wir unseren Aktionären gegenüber verpflichtet. Ich verspreche, wir entschädigen sie, wenn der Hacker gefasst ist. Entspannen Sie sich, okay? Und wenn Ihnen danach ist, sammeln Sie weiteres Material. Ihre Arbeit ist hervorragend. Sie werden staunen, was wir aus Ihrem Material gemacht haben. Bis dahin. Was? Sie setzt mich unter Drogen? Du bist im Bunker gelandet. Nett. Diese Templer da oben überlassen nichts dem Zufall. Oh, mein Freund ist wieder da. Wir müssen alle Spuren verwischen, die du hinterlassen hast. Hast du das gehört? Ich glaube, ich habe dir gerade Sicherheitsfreigabestufe 3 verpasst. Jetzt geh rüber zum Security-Raum und beobachte die Tür zur Serverfarm mit den Kameras. Leider ist Melanie gerade da drin und sobald ich sie rausbegleite, kannst du ungeniert loslegen. Ich würde die Server ja selbst löschen, aber als Chef der IT wäre ich Hauptverdächtiger. Es muss jemand sein, den sie bereits eingesperrt haben. Ja. Kranker Mistkerl. Ah, diese Templer. Sie steuern unser Leben, weißt du? Sie entscheiden Wahlen, kontrollieren diverse Kapitalmärkte und pflanzen uns winzige Mikrochips ein, damit sie wissen, wo wir sind und was wir denken. Sehr beängstigend. Aha. So sieht das aus. Achso, ja, hier, Oh, gucken wir mal. Gibt es ja immer diesen Richtungsfall, den hätte ich jetzt fast vergessen. Boah, kranker Scheiß hier. Ja. Na, laufe ich jetzt überhaupt in die richtige Richtung? Weiß gar nicht. Hallo? Ich bin jetzt hier gelandet. Hey, du weißt, dass du eigentlich eingesperrt bist, ja? Es ist kein guter Plan, nach oben zu gehen. Ja, ich habe mir fast gedacht, dass es falsch ist. So, probieren wir es nochmal. Kameras. Also gut, hör zu, ich betrete jetzt den Serverraum. Wenn wir den Raum wieder verlassen, gehst du rein. Das Bedienfeld der Kamera. Machen wir natürlich. So, was ist hier los? B, genau, B drücken. Jetzt kommt wieder ein schönes Rätsel. Ah ja, das kennen wir ja schon. So, also, was haben wir dann gesagt? War das jetzt nochmal? Hey, ich weiß gar nicht mehr. Nochmal, so, B. Tutorial, gucken wir nochmal das Tutorial an. Zielzahl 735, Tutorial öffnen. Aktuell gewählte Zahl.
Navigiere die Zahlen, indem du L nach links oder rechts drückst. Bewege R nach links oder rechts, um die Werte zu ändern. Achso, genau, so war das irgendwie noch. Ja. Ja. So. Jö. Naja. Genau. Dann kann es nur die. Ja. Vielleicht auch nicht. Jetzt habe ich schon fast die Modulation. Jetzt muss ich nur mal gucken. Genau, also. Ja, so ein bisschen Spielerei. Aber glaube ich sehr leicht machbar. Ja. Sie mussten wirklich nicht selbst hier runterkommen, Miss LeMay. Mein Team wird diese Untersuchung durchführen. Aber Sie können doch jede Hilfe gebrauchen, John. Wir wissen nicht mal, wann die Hacker einbrachen. Das kann einige Wochen dauern. Eine, höchstens. Trotzdem zu lang. Ich kann mein Team nicht eine Woche einsperren. Rechtlich gesehen schon. So steht es in den Verträgen, auch wenn viele sie nicht lesen. Ja, natürlich. Aber mir gefällt das nicht. Also, wie geht's weiter? Mein Team bereitet gerade die Daten vor. Heute Nacht beginnt die Analyse. Ihrem Wort. Kaffee geht auf mich, okay? Den Cloud-Server hacken. Ja, dann machen wir das doch mal. Wo ist denn hier nochmal raus? Da geht's raus. Die Melanie. Mein kleiner französischer Sonnenschein. Alles klar. Hab mich am Kaffeestand abgesetzt. Finde den Server mit den Netzwerklogs. Da ich jeden einzelnen deiner Hacks protokolliert habe, suchen wir nur nach den Zeitstempeln darauf und tauschen die Daten gegen etwas Harmloses. Ist ganz einfach. Das sieht aber krass aus hier. Krasses Gebäude auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich so ein Gebäude gibt und so das so aussieht. Da wären wir. Wunderbar. Ich aktualisiere deinen Kommunikator mal wieder. Ich habe ein kleines Programm geschrieben, genau für diesen Zweck. Na also, das hat wohl geklappt. Probier es aus. Sag mal bitte. Ach, schon wieder. Ja gut, okay. Wollen wir mal. Ja. So. So. Ne? Hier, die Module ist hier ein bisschen anders machen, so. Das ist, ja, komm. Okay, ich verstehe schon. Ein bisschen ans runter. Ne, 295. So, 490. Was haben wir hier? Also erst noch höher. Ne, eins weniger. Und hier. Hier eins weniger gehen, kann ich da. Oh. Wieder eins hoch. Hier eins wieder. Ja, wie machen wir's? Okay, warte mal. Warte mal, so. Oh. Wenn ich die 7, dann habe ich 2401, okay. 5. Also muss irgendwo eine. Wenn ich hier aber die 3, kann ich hier irgendwo, glaube ich, die 5 wieder hochballern, oder? Ja, sehr schön. Ja, das war jetzt mal ein bisschen mehr Klobelei, muss man ehrlich sagen. War aber trotzdem lustig. Zugriff auf Serverdaten. Na, was haben wir denn? Remote, Observo, Remote Hacking initiieren. Ja, dann machen wir das auch mal. Gehen wir mal A. Und wieder ist die Maus im Weg. Oh, jetzt ist schon wieder so ein Spiel.
Ja. Na komm. Ach so. Jetzt wieder dicht. Sehr schön. Ah, okay, da kann ich auch weiter runter oder so. Weiter hoch. Oh. Das war's blöd. Oh je. Ja, bisschen Übung, ne? Gucken wir mal, so. Und jetzt kann ich durch. Ja, sehr schön. Jetzt kommen die ganzen Knobelspiele, ne? Zu Beginn des tödlichen 18. Jahrhunderts. Mörder und Matrosen verbünden sich und leben nach dem Gesetz des Schwertes. Ohne Regel oder Moral. Ohne Gott und ohne Furcht. Es gibt nur Verrat, Meuterei, Grausamkeit und Ausschweifungen. An goldenen Stränden wartet reiche Beute. Riskieren Sie Ihr Leben und Ihre Seele, um diese Piraten zu bekämpfen. Benjamin Hornigold, Calico Jack, Charles Vane und Black Bill. So, Zeit der Halsabschneider. Eine lustige Vorschau auf brutale Geschichte der karabischen Briten. Und was, vertrauliches Thema, AWI Potenziale, Zeitrahmen. Eine Chemie zwischen Führungskräften von Abzeige Entertainment. Gucken wir mal, ne? Was kann ich denn da? Villa Lily Maiden, Kamanerung, Chloe, okay, die Namen brauche ich nicht. Salut, wie die meisten von Ihnen wissen, nehme ich vom 15. bis zum 17. am Auktionstreff in Chicago teil. Der Vorstand will unseren Fortschritt bei der Cannibal-Linie begutachten. Die wenigen Daten, die wir bisher gesendet haben, sind unglaublich und wir rechnen mit noch aufregenden Funden. In der nahen Zukunft, die Ereignisse und Menschen, die wir bisher gesehen haben, stimmen uns zuversichtlich, dass die vollständige Erfahrung eine der aufrüttelndsten Entdeckungen aller Zeiten über Piraten sein wird. Es fordert einiges an Arbeit, die Daten von allen Anstößigen oder geheim zu säubern. Aber wir haben bereits jetzt unglaublich vielversprechendes Material zusammen. Sehr schön. Zur gleichen Zeit wird Upcycling bald ein Closed Beta für unsere neue Consumers Cloud Interface App, ein besserer Name steht noch aus, ankündigen. Edward Cameras virtuelle Piratenerfahrung wird das erste vollständige Produkt sein, das wir anbieten. Und das erste seiner Art überhaupt. Eine packende interaktive Piratenerfahrung, die aus echten historischen Daten zusammengestellt wurde. Interne Tests der Consumers Cloud App verliefen sehr ermutigend und wir erwarten, dass sie bis zu Feiertagssaison bereit sein wird, wenn alles nach Plan läuft. Das führt uns zu. Achso, okay, das sollte ich vielleicht jetzt nicht so. Ich glaube, das könnt ihr eigentlich eher so selber lesen. Wird doch ein bisschen relativ für mich, ehrlich sagen. Ich hätte es vielleicht machen können, aber. Jo. Ihr könnt ja, wie gesagt, immer dann pausieren. Ich gucke es auch selber. Ich fliege auch selber nochmal gerade drüber. Klingt da nicht doch sehr interessant. So. Gucken wir mal. Oliver, nur eine kurze Sammlung, wo wir im Moment stehen. Ich bin nur seit etwa über ein Jahr Leiterin des Sample, wieder von Melanie an. Ja. Väterliche Linie. Also ja, ich glaube, das haben wir doch schon mal gelesen, oder? Ja, doch, oder? Gut, ich glaube, ich gehe mal wieder zurück. Zeitalter der Halsabschneider, oder? Achso, das war jetzt der Film. Okay. Gut, okay, dann haben wir das ja alles. Dann machen wir weiter.
Ich kann dich fühlen, Cipher. Fühlen. Wow, krass. Aber kaum berühren. Das Signal ist zu schwach und ich bin zerstreut. Unkonzentriert. Ein Rauschen im Nebel. Schwebe in Netzwerken und Knoten, dem Nervensystem dieser Welt. Hörst du sie? Vielleicht wurde der Tempel zu früh geöffnet. Doch wir hatten keine Wahl. Die Katastrophe übertönte alle Zweifel. Oh. Wir segnen den armen Desmond. Er gab sein Leben, damit ihr, die Kinder unserer Mühlen, leben könnt. Um euer Ziel in unserem zu erfüllen. In meinem. Doch noch ist es zu früh. Meine Kräfte reichen nicht, um ein lebendes Wesen zu bewohnen. Es ist noch viel zu tun. Mehr Proben zu entnehmen. Mehr Artefakte zu finden, bevor mein Wille Wirklichkeit wird. Was ist da los? Sag schon! Vervollständigt mich meine Kinder. Meine Instrumente. Holt mich hervor und erfüllt euren Zweck. Sag schon! Ja, krasse Sache, Leute. Nein, hier stimmt was nicht. Verflucht doch mal. Ich sollte da sein. Jetzt. In deinem gottverdammten Schädel. Fuck. Warum hat sie dich verschont? Warum bist du noch da? Was geht denn mit dem ab? Ich sag ja, wer so einen Techniker als Freund hat, ja gut, Freund kann man es ja nicht mehr nennen, aber... Der ist ja wirklich schon richtig crazy drauf. Eigentlich sind da alle richtig crazy drauf. Angefangen vom komischen Robert bis die anderen Piratenfreunde bis jetzt hier zu diesem komischen Techniker. Okay, der Techniker ist so ein bisschen komisch drauf gewesen. Aber wie gesagt, alle crazy in diesem Spiel. Ja gut, passt ja eigentlich auch relativ gut auch für mich. Bin ja auch ein bisschen crazy drauf. Was soll's. Aber ich habe noch nicht solche Halluzinationen, dass der Computer irgendwie dann anfängt mit mir zu sprechen, aber... So, guck mal, wo sind wir denn jetzt? Ah, sind wir auch gleich da. Und da sind wir wieder bei unserer Workstation. Gucken wir mal. Jo, Freunde. Da geht's richtig zur Sache jetzt langsam. Also die Story nimmt auf jeden Fall jetzt viel, viel mehr Fahrt auf. Ist halt auch wirklich interessant, was du hier alles machen kannst. Die Anklagen, Sir, verliest sie erneut. Milord, das königliche Gericht beschuldigt die Angeklagten, Mary Read und Anne Bonny seeräuberisch, verbrecherisch und auf böswillige Art Angriffe und Überfälle auf 7 Fischerboote verübt zu haben. Zweitens, das Gericht legt den Angeklagten zur Last, auf hoher See 2 Handelsschiffe verfolgt, beschossen und gekapert zu haben. Kapitäne und Mannschaftsgrade wurden dadurch in Todesangst versetzt. Edward James Kenway, geboren aus einer Mischehe in Swansea, Vater Engländer und Mutter aus Wales. Mit 18 verheiratet mit Caroline Scott, inzwischen getrennt. Eine bildhübsche Frau, wie ich höre. Aber nicht wohl auf dieser Tage. Wenn ihr sie anrührt, ihr Bastarde, ich... Es überrascht mich, dich hier zu finden, verwahrlost in einem jamaikanischen Loch. Man erzählt sich, du hättest dich mit dem Piraten Roberts eingelassen. Wenn du weißt, wo das Observatorium ist, sag es uns und wir holen dich unverzüglich hier raus. Rogers kann diese britische Nunde eine Weile zurückhalten. Doch kooperierst du nicht, wird das dein Ende sein. Ihr Mary Read und Anne Bonny, geht demzufolge dorthin zurück, wo ihr herkamet. Und von dort dann zum Auto eurer Hinrichtung, wo ihr dann einzeln gehängt werden sollet. Bis ihr kommet zum Tod. Tod! Oh, Rotz! Möge Gott in seiner endlosen Gnade sich eurer Seelen gnädig erweisen! Wir sind schwanger! Habt ihr das alle gehört? Zum Teufel, was sagt sie da? Sie plädieren auf ihre Bäuche, Milord. Ei, aber ihr dürft doch keine schwangere Frau hängen, oder? Ruhe! Ruhe! Wenn ihr die Wahrheit sagt, wird eure Hinrichtung ausgesetzt, jedoch nur, bis ihr ausgetragen habt. Dann lasse ich mich wieder schwängern, wenn ihr das nächste Mal anklopft. Entfernt sie!
Ja, sehr, sehr lustig, Freunde. Es gab nämlich wirklich zwei Piratinnen, die haben wirklich auf, wie soll ich Wie ist sagen? dein Name? Lump? Oh. Okay, ich Kenmore? habe mal wieder den Mund. Conway? Er heißt Walpole, oder? Walpole? Wie kommst du darauf? Das erzählt man sich eben. Der dümmste und dreckigste Pirat, der je in der Karibik kreuzte. Na, wie auch heißen mag. Du sollst ihn leiden lassen, ohne dass er stirbt. Befehl vom Gouverneur. Und bei Dämmerung zurück in den Kerker. Und ihm die Füße marschieren, wenn sie wehtun, ja? Hey! Hey! Mach das Ding auf! Fallen. Ja, genau, was ich auf jeden Fall erzählen wollte. Es gab ja wirklich zwei Piratinnen, die haben auf Unschuld plädiert, weil sie schwanger waren. Ey, ich will mein Reales wieder zurück. Ich habe 33.000 Reales gehabt. Hey, lass das sein! Was sind wir denn eigentlich jetzt überhaupt? Keine Karte, ich habe gar nichts, oder? Okay. Guten Morgen, Captain Kenway. Ich habe ein Geschenk für euch. Hast du meine Kohle wieder? Ihr dürft mein Kommen nicht missverstehen. Ich kam nur wegen Anne und Mary und ihr schuldet mir nichts dafür. Doch wenn ihr bereit seid zu helfen, verspreche ich euch sicheres Geleit von hier. Ich brauche Waffen. Ihr wisst, wie man damit umgeht, sagte man mir. Beeilen wir uns. Ja gut, Freunde, das werden wir auf jeden Fall mal in der nächsten Mission, also in der nächsten Folge machen. Bis dahin sage ich auf jeden Fall mal tschö mit Ö.